Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist die zweite Episode von 10 Fragen an eine 7-Jährige. Aber heute haben wir einen Special Guest, das heißt, dieses Mal ist das 10 Fragen an 2 7-Jährige. Wir fangen an mit Sano. Sano, komm her. Sano kennt ihr ja? Setz dich hin. Okay, und Sano hat uns einen Gast mitgebracht, die Victoria. Nein, ich heiße Vicky. Aber das ist doch die Abkürzung. Ja, aber ich heiße Vicky. Ja, okay, setz dich hin. Tut mir leid, Vicky. Ich habe vor einem Monat auf Snapchat euch darum gebeten, mir Fragen zu schicken, die eigentlich an Sano gerichtet waren, aber da wir jetzt einen Gast haben, werde ich die Fragen so stellen, dass es an beide geht. Die Kinder werden belohnt mit Schokolade, wenn sie es schaffen, aus diesen 10 Fragen, die ihnen gestellt werden, 5 zumindest zu beantworten. Schafft ihr das? Ich ein bisschen. Wollt ihr euch vielleicht noch vorstellen, außer irgendwas über euren Namen zu sagen, irgendwas, was ihr gerne macht? Hobbys? Sano Nuri. Sano Nuri, und was noch? Was machst du gerne? Ich spiele immer Fußball. Okay, und was machst du gerne, Vicky? Ich? Ja. Ich spiele gerne mit Sana. Oh. Ich spiele gerne. Oh. Danke. Es können sowohl Fragen über ihr Leben als auch Wissensfragen sein. Das heißt, wir haben eigentlich gute Chancen, 5 Fragen richtig zu beantworten, weil es eigentlich bei den meisten Fragen gar kein richtig gibt. So, wir können anfangen. Genau, die Regeln. Das ist ja die Show. Sie haben zwei Joker. Einmal dürfen Sie jemanden anrufen aus meinen Kontakten. Und einmal haben Sie einen Publikumsjoker. Das ist mein Bruder, der hier hinten sitzt. Sag vielleicht was. Ich bin Marci. Okay, mein Bruder ist ja auch hier. Sie dürfen auch ihn fragen. Wollt ihr einmal Marci fragen dürfen oder zweimal? Ich tue zweimal. Ja. Ich auch. Okay, ist gut. Fangen wir an. Die erste Frage ist, ihr müsst jetzt ganz gut zuhören, Kinder. Okay? Welche Videos schaut ihr gerne selber auf YouTube? Ich. Nein, du musst gemeinsam. Ganz ruhig. Du musst warten, bis Vicky nachdenkt. Ich und Sana? Ja, was schaut ihr so gerne? Eiskönigin. Frozen. Frozen? Ja. Das ist das mit der Eiskönigin? Ich mit Vicky schauen wir immer Frozen. Frozen und der Disney-Prinzessin. Alles klar? Die erste Frage ist und klar. Und noch eine. Dürfen wir noch eine? Natürlich dürft ihr noch eine. Die Video vom Alibaba schauen wir auch. Die erste Frage ist richtig beantwortet. Kommen wir zur zweiten Frage. Was ist die Hauptstadt von China? China? Was genau. Ist China? Vielleicht weißt du das. Ich weiß es auch nicht. Okay, die wissen es beide nicht. Wollt ihr jetzt einen Joker nehmen oder wollt ihr die Frage als falsch beantwortet haben? Joker. Okay, welchen Joker? Wollt ihr jemanden anrufen oder den Idioten hier fragen? Ich will anrufen. Anrufen? Wollt ihr Mama, meine Mutter, wollt ihr Merchan, der auch... Bitte Merchan? Ja, es ist ein Freund. Ja. Okay, er ist ein Freund, Sana. Wir rufen jetzt Merchan an und fragen ihn nach der Hauptstadt von... Sana und von Vicky. Nein, von China. Vicky hat es gecheckt. Yo, Merchan, Sie sind gerade live. Okay, nicht live, Sie waren gerade live. Schau, ich habe einen Besuch, wir machen ein heute Video. Alibaba hat gesagt, wir müssen jemanden rufen und ich habe gesagt, wir rufen Merchan an. Was ist das Hauptstadt von China? Hongkong, nach Tokio. Wir reden von China. Du hast noch 5 Sekunden. 1, 2, 3. Weißt du nicht? Okay, danke, wir... Verloren hat Merchan, verloren! Wollt ihr Tokio als Antwort? Meinst du Tokio? Ja. Ja, Tokio, ja. Meint ihr das? Ja, das. Nein, ich weiß nicht. Es beginnt mit B, glaube ich. Du bist schon richtig unterwegs, mach weiter. Komm. Beijing? Was? Beijing? Peking? Ja. Genau. Die Vicky hat es beantwortet und Sano natürlich auch. Kommen wir zu der dritten Frage. Die geht an euch beide. Ja. Würdet ihr selber jemals mit YouTube beginnen? Würdest du YouTube machen? Ja, ich will immer YouTube. Ich würde nicht YouTube würdest machen. Du Nein, wieso denn nicht? Weil ich heute als erstes Mal in YouTube bin. Okay, und das gefällt dir nicht? Und ich bin in deiner. Also willst du nicht das Video mit uns machen? Doch, aber... Aber selber als YouTuberin willst du nicht sein? Nicht sein. Alles klar. Kinder, wir sind bei der vierten Frage. Und die ist jetzt ein bisschen schwer, weil ihr schon alle drei bisher richtig hattet. Was ist die Wurzel aus 169? Weiß ich nicht. Ihr wisst noch nicht die Wurzel aus 169. Joker! Ihr habt zweimal noch diesen... Marci. Genau. Ja, Marci. Marci, die Wurzel aus 169. Die Kinder wollen das wissen. 13. Was nehmt ihr jetzt? 14. 13. 14. 13. 14. 13. 14. 13. 14. Okay, Leute, ihr seid ein Team, ihr müsst euch jetzt entscheiden. 13 oder 14? 13.
Okay, ich tue jetzt. 13. Okay, 13 ist richtig. Wir haben schon 4 richtig beantwortete Fragen, Kinder. Kommen wir jetzt zur 5. Frage. In welchem Alter würdet ihr euch von euren Puppen trennen? Ich? Ja. 5. Mit 5, aber du bist schon 7. Ich weiß. Hast du dich von deinen Puppen schon getrennt? Ja. Und wie wär's mit dir? 18. Okay, die 5. Frage ist auch richtig beantwortet. Ihr habt eure Schokolade fix. Wenn ihr jetzt aus den kommenden 5 Fragen weitere 2 richtig beantwortet, kaufe ich euch mehr Sachen. Wir sind bei der 6. Frage. Wer ist Deutschlands Bundeskanzlerin? Irgendwas mit A? Ist schon richtig. A, B, C? Nein. Können wir den Joker benutzen? Joker. Wollt ihr nicht vielleicht selber nachdenken? Joker. Selber nachdenken? Joker. Nicht selber nachdenken? Joker. Wir wissen das nicht. Okay, ihr wollt den Joker benutzen. Ja. Hier ist euer Joker. Was ist die Antwort? Angelika Merkel. Nehmt ihr das als Antwort? Ja. Ja, richtig. Das ja. ist falsch, sie heißt Angela Merkel. Angelika Merkel. Wie alt bist du? Wir kommen zur nächsten Frage. Nein, Sarah. Okay, was ist der Artikel von Fernseher? Was? Okay. Die. Ist falsch. Der Fernseher. Ich wusste es, aber sie meint die. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Wir sind bei der Frage Nummer 8. Berlin. Sano, bist du auch für die Antwort? Ja. Berlin? Ja. Ist richtig. Bravo, Vicky, mit 7 Jahren das schon zu wissen. Sano, mit 7 Jahren hier zu sitzen, ist auch nicht schlecht. Wir sind schon angelangt bei der 9. Frage. Erzählt mir, was wollt ihr werden, wenn ihr groß seid? Nein, ich will Lehrerin werden. Du willst Lehrerin werden? Und ich will Arzt sein. Arzt, Ärztin und Lehrerin? Ja. Bleibt am Weg. Am richtigen Weg, ihr werdet es schaffen, Kinder. 9 Fragen, 7 richtig. Kinder, ihr seid schon wirklich super unterwegs, würde ich sagen. Danke. Die letzte Frage ist, wie viele Ecken hat ein Geodreieck? 6. Nein, 7. Wie viele Ecken hat ein Geodreieck? 7. Kinder, ihr seid schon 7. Wie viele Ecken hat ein Geodreieck? Drei, dann sind es 6. Kinder, ihr seid schon 7. Wie viele Ecken hat ein Geodreieck? 3. Ist das die Antwort? Ja. Das ist richtig. Ja. Ich habe Liste gemacht. Oh yeah. Dieses Team ist unglaublich unterwegs gewesen. Wir gehen erstmal letzte Schokolade kaufen, weil die Kinder es geschafft haben, aus 10 Fragen 8 richtig zu beantworten. Fürs Video habt ihr was bekommen? Ein Smarty Schokolade und ja? ein Spielzeug. Okay, das heißt, ihr seid glücklich. Ja. Alles gut? Ja. Check. Kinder. Danke. Und danke fürs Zuschauen. Ich habe mal jetzt so mit meiner kleinen Schwester drehen wollen und Schwester. Ja, wir sehen uns. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr Videos mit den Kindern sehen wollt. Bis bald. Tschüss.